Einen wunderschönen mit einem sehr fickierigen Odin. Ich habe das böse F-Wort gesagt. Och. Nee, ohne Quatsch, ich bin wirklich echt fickerig, weil ich habe das Ding ausgepackt, also nicht das Ding, aber das Headset ausgepackt und bin da jetzt echt mega heiß, euch das auspacken, weiter auspacken zu können und euch zeigen zu können, weil die Kombination echt genial aussieht. Ich will aber erstmal diese kleinen Sachen abarbeiten, zwar die Kabel. Ja, ich habe die Kabel gesagt. Ach, ich muss das erstmal hier so ein bisschen wegpacken. Jo, es ist genauso lang wie beim Boomer. Also beim Boomer-Schiff, beim normalen. Ich sehe jetzt hier auch nicht so wirklich nennenswerte Unterschiede. Ist alles, ist genau wie beim Boomer, also beim normalen Boomer-Schiff, sehr gut verarbeitet. Länge ist okay, also man kann es auch gut verstauen irgendwo auf dem Schrank oder was weiß ich und da laden oder am PC und dann irgendwo in ein Schubfach legen oder so. Ich hab meine Ladestation meistens, ich habe ja so USB-Adapter und heute eine Steckdose drin oder an meiner Steckdose habe ich auch USB, haben die meisten Steckdosen mittlerweile einfach drin und dann lege ich es auf den Schrank. Also mich stört das jetzt nicht, wenn es jetzt ein Stück kürzer wäre, hätte mich auch nicht gestört, aber hat eine schöne Länge. So, dann haben wir hier, wie gesagt, die Tasche. Da ist eine Samttasche. Ich kann dazu nicht weiter sagen, ist eine Samttasche. Also ich weiß nicht, wie ich es euch beschreiben kann, ist eine große Tasche aus Samt, wo das Headset dran kommt. Also da kann ich nicht wirklich einen Check zu machen. Also so, jetzt kommen wir mal zu den Klinkenkabeln. Also zum Klinkenkabel. Oh, das ist sehr lang. Das muss natürlich auch dementsprechend lang sein, weil wenn ich das Headset aufhabe und das hier so drin ist und der Kabel, hoppala, zum Beispiel, Mensch, jetzt mache ich das so, dass ihr das seht, so. Oh, hier in Rucksack drin muss, also hier, wegen dem Handy, MP3-Player oder was weiß ich, dann muss der natürlich eine Länge haben. Der muss immer hier lang oder halt hier hinten lang und bis ans andere Ende vom Rucksack. Also, wenn Frauen den Rucksack gepackt haben, natürlich ganz unten. Ja, wenn Männer gepackt haben, irgendwo eine Seite, eine Tasche drin oder so. Also, vergoldete Anschlüsse auch, schwarz, Silber, auch mit dem Silber sieht sehr schick aus. Und der ist wirklich extrem dick so, ja. Also, sehr schön. Also, bin schwer begeistert. So. Ich versuche gerade zuzumachen irgendwie. So, und dann kommen wir auch gleich mal zum Headset. Würde ich sagen. So, dann haben wir noch einmal die Anleitung haben wir mit bei. Ich bin Mann, ich werde die nicht großartig durchlesen, nur zur Sicherheit wegen dem Bluetooth. Und dann werden wir da weitersehen. Aber auch alles in Deutsch, auch bebildert. Da könnt ihr das zum Beispiel sehen, auch die Schrift ist groß genug, also man kann es wirklich sehr gut sehen. Ich bin etwas fickerig, ja, sorry Leute, ich... Ach, da kommen wir zum Herzstück. Und da ist es. Es sieht das nicht... Ich bin eigentlich nicht so der Rotfreund an Headsets oder was weiß ich. Aber es sieht doch einfach nur geil aus. Diese Kombination, ich mag ja sowieso... Ich mag kein pures Rot, ein pures Schwarz, kein Problem. Aber die Kombination Rot, Schwarz, Schwarz, Rot... Finde ich sehr nice. Müsst ihr mal gucken, bei, wo sieht man das? In irgendeinem Spielvideo, ich weiß jetzt gar nicht, was bei... Ich glaube, es war bei Destiny. Da habe ich auch diese Kombination an Klamotten an. Ihr seht schon, hier sind die Ohren
schon ziemlich dick. Hier oben haben wir keine komplette Polsterung, sondern eine geteilte Polsterung. Wir haben hier praktisch dann da Lücke. Und die Polsterung in der Mitte ist auch nochmal hohl. Also hier ist nichts, ist nur außenrum. Aber auch hier ganz weich, ganz zart. Hier oben haben wir auch nochmal eine Folie drauf. Ich zeige euch mal den Schriftzug Boomer Shift Pro. Und wenn ihr das seht, da ist Luftblasen. Ja. Na Moment. Musste mal schnell was geklärt werden. Hier haben wir jetzt zum Beispiel da dieses SP-Logo. Seht ihr da SP, das haben wir da auch. Steht das jetzt für irgendwas? Das weiß ich gar nicht. Facebook-Seite. Ach so. Für Shift Pro. Boomer Shift Pro. Also für Shift Pro soll das wohl stehen. So, dann haben wir... Dann haben wir, ich weiß nicht, ob ich das vernünftig auffangen kann für euch. Auf dem Silbernen, seht ihr das? Steht Boomer. Und das auf beiden Seiten. Diesmal steht links und rechts, steht innen. Ich mag es zwar lieber außen, aber hier ist es wiederum anders. Hier ist der Vorteil, hier ist es farbig, hier ist es weiß. Seht ihr das eher? Also ich brauche es trotzdem nicht so oder innen gucken. Ich sehe einfach so gleich auf Anhieb, wo links, wo rechts ist. Jetzt werden wir das aber auch mal... Oh, die Tasten, wie geil sieht das denn aus? Da steht... Seht ihr das? Da seht ihr euch selber. Richtig schön chrom. Ja, da seht ihr... Sieht das schlecht. Da steht Boomer bei Ultron, oder? Doch, bei Ultron. Und hier steht nichts drauf. Hier haben wir aber Tasten. Vier Stück. Ich glaube, die in der Mitte ist ohne Taste. Ja, die ist auch eine Taste. Okay. Und jetzt bin ich mal gespannt. Erste Mal tragen. Erstmal wiegt noch ein bisschen. Oh, hier haben wir auch gleich. Zweimal. Eins, zweimal. Ja, dreimal brauche ich. Eins. Und hier auch noch immer dazu. So. Oh, das sitzt auch sehr weich drauf. Ein bisschen anders als das Boomer Shift, also das Schwarze. Das dichtet noch ein bisschen mehr ab. Also ich höre mich jetzt schon sehr, sehr, sehr leise. Es sitzt auch nicht auf den Ohren. Ihr seht, weil es ziemlich groß ist, sitzt es über dem, also richtig schön über dem Ohr drauf. So, seht ihr? So. Auch hier, ich merke nicht irgendwie die Ohrringe irgendwie drückend oder so. Es ist ein sehr schönes und sehr gut verarbeitetes Headset. Auch hier oben, ich hätte jetzt ehrlich, ich hatte da eher da gedacht, weil das sieht so ein bisschen komisch aus mit nur außenrum. Ich zeige es euch da seht ihr das. Nur außenrum und in der Mitte, hier ist ja nur das Plastik, ist ja hart in der Mitte. Da habe ich jetzt ehrlich gedacht im Anfang, Mensch, ob das so vernünftig polstert, ist ja nur schmal außenrum. Jo, das macht das. Also definitiv seht ihr ja, ich merke hier auch nichts hartet, nichts. Also wirklich sehr schön, sehr gut gepolstert. Und Tragekomfort ist wirklich erste Sahne. Erste Sahne. So, jetzt bin ich aber auch mal sehr gespannt. Ich würde gerne mal wissen, ach da ist das USB. Da ist das USB. Im Gegensatz vom Ultron Boomer Shift Schwarz, also von dem Schwarzen, vom normalen, ist hier kein Gummi drauf. Ist auch ganz schmal und klein unten. Fällt kaum auf. Daneben ist ein Loch. Ich denke mal, das könnte eventuell das Mikrofon sein. Hier haben wir den Klinkenkabel. Weil ich suche hier echt extrem gerade ein Mikrofon. Und ich denke mal, dieses kleine Loch wird das Mikrofon sein. Ich kann es mir nicht anders erklären. So, jetzt werde ich das hier einfach mal... Mein bester Freund hat angerufen. Schön, dass du auch aus dem Arsch kommst. So, jetzt werden wir das erstmal anmachen. Achso, ich muss dann erstmal das Video beenden und das Hardware-Check-Video anfangen. Ich bin da so mittendrin, ich will das unbedingt testen.
ist echt ein geiles Teil. Also ich kann hier oben auch, kann ich euch mal zeigen, da kann ich komplett abziehen und jetzt spiegelt, überall spiegelt. Ist das nicht geil? Auf dem Silbernen lasse ich es drauf, weil ich Angst habe, dass es mir zu schnell zerkratzt, weil ich ein bisschen schusselig bin. Oh, sieht das geil aus. Leck mich an der Dash. Gut, auf jeden Fall will ich jetzt ganz dringend, ganz schnell den Hardware-Check anfangen. Wenn ihr euch dafür interessiert, guckt doch den Hardware-Check. Ich bin da mal gespannt. Ich werde auch wieder Anrufprobe machen. Ich denke mal, diesmal bei meinem Freund, so wie es aussieht, geht da diesmal ran. Wer weiß, was der gemacht hat. Also bis gleich.